Es wird jetzt hier von Mal zu Mal immer bergiger. Es geht immer mehr bergauf. Und ich denke mir mal, bei der Benz hat er hier auch mit dem ersten Auto zu kämpfen, den Berg hochzukommen. Ich weiß jetzt zwar nicht auswendig die technischen Daten. Ich kann es ja mal kurz einblenden. Ja, kann jeder sehen. Ja, hier in Bad Schönborn mussten sie auch wieder anhalten und Wasser auffüllen, die drei. Eugen, einer der beiden Söhne, musste auch immer wieder den Tropföler nachfüllen. Öl wurde natürlich auch immer verloren. So war das halt damals. In Stettfeld hatten sie dann die Möglichkeit, hier den Treibstoff komplett aufzufüllen in einer Apotheke. Auch den Reservekanister haben sie aufgefüllt. Aber am Auto wurden die Ketten immer lauter durch den Straßenschmutz und alles Mögliche. Die Geräusche wurden kaum überhörbarer. Das sollte noch zu Problemen führen. Der nächstgrößere Ort ist dann Bruchsal, wo ich erreichen werde. Wir sind jetzt aber ungefähr noch so ein bisschen mehr wie 40 Kilometer nach Pforzheim. Und dann haben wir es ja schon gepackt. Übrigens, in Bruchsal kreuzt sich die Hin- und Rückfahrt. Kurz vor Bruchsal kam bei der Benz mit ihren zwei Söhnen bei einer alten Schmiede vorbei. Ich filme jetzt mal das Haus da vorne. Vielleicht war das ja da gestanden, ich weiß es nicht genau. Und ja, jedenfalls probierten sie hier mal ihr Glück, dass die Ketten repariert werden könnten. Der Schmied hat gesagt, er probiert es einmal, aber es würde eine Weile dauern. In der Zeit suchten sie sich in Bruchsal
eine Gastwirtschaft auf und stärkten sich mit Bratkartoffeln und tranken Limonade. Einige Stunden später holten sie das Gefährt wieder hier an der alten Schmiede ab. Der Schmied wollte sogar keinen Lohn. Die Ketten waren wieder stramm gespannt. Er sagte, vielleicht behalte ihr mich mal in guter Erinnerung. Ich werde mal in der Presse erwähnt, wenn die Fahrt hier bekannt wird. So, da vorne geht es dann nach Bruchsal. Und da haben sie dann nochmal ihr Auto mit Treibstoff gefüllt, bis es dann wieder weiterging Richtung Weingarten. Los. Ja, sind wir hergekommen. Schöne Anlage hier im Bruchsal. Hier irgendwo im Lokal hat Berta Benz mit ihren zwei Jungs was gegessen. Wo war ich jetzt aber auch nicht. Badische Barrettstraße gibt es auch. So, hier war der Ausgang von Bruchsal. Da war jetzt eine Baustelle. Das war eine kleine Umleitung. Das hat jetzt zu Verzögerungen geführt. Aber jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. S-Bahn, Karlsruhe. Die Hotelroute, ja, brauche ich heute auch noch. Ach so, ja. In Pforzheim habe ich dann eine Übernachtung geplant, bevor ich dann morgen mich auf den Rückweg mache. So, Weingarten, 4 Kilometer. Thank you.
schön mit dem Eis erfrischt. Das hat sehr gut getan. Ja, der Verkehr wird hier immer ein bisschen mehr. Ist ja normal, weil wir fahren ja auch eine Autoroute. Kommen wir auf unsere Geschichte wieder zurück. Als Bella Benz mit ihren Söhnen unter Krombach und Weingarten passiert haben, streikte auf einmal wieder der Motor. Das Auto blieb stehen. Was war geschehen? Der Sprit war es diesmal nicht. Bella Benz kannte sich ja technisch sehr gut aus, zerlegte den Vergaser und nahm eine Hubnadel und machte den Vergaser wieder frei von Dreck. Der Treibstoff konnte wieder fließen und die Fahrt konnte weitergehen. Jetzt ist Pforzheim nicht mehr so weit, nur so 15 Kilometer schätze ich mal. Endlich mal wieder ein schöner Radweg. Und schöner Schatten, jawohl!
Radler wieder mal. Und eine schöne Baustelle. Aber als bei der Benz damals mit ihren zwei Söhnen da war in Wilferdingen, legten sie nochmal eine Raste ein. Und dann fragten sie noch einen Mann, wie es nach Pforzheim ging. Und der sagt, es gibt zwei Möglichkeiten über den Berg. Der heißt über den Siegschwür. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oder eine etwas flachere Etappe, aber die ist länger. Da würden sie es nicht mehr schaffen nach Pforzheim. Und sie wählten den Berg dann, die kürzere Etappe, dass sie es nur an dem Tag schaffen, nach Pforzheim zu kommen. Weil es wurde schon langsam dunkel. Ja, ich denke mal, das ist jetzt gerade der Berg, wo ich hochfahre. Das dauerte auch nicht lange und da blieb das Auto stehen. Es kam nicht mehr die Steigung hoch. Zum Glück trafen sie aber zwei Bauernjunge, die gerade Futter reinholen vom Feld. Und sie halfen ihnen, den Wagen anzuschieben. Und auf einmal setzte sich der Motor wieder in Gang. Bergab Richtung Pforzheim. Jetzt ging es doch mal noch vor Pforzheim brutal bergauf hier.
Hier ist der Gipfel. Und ich denke, die haben den Berg auch damals gemeint mit Sedisch vor oder Südisch vor, das weiß ich. Aber es muss er gewesen sein. Ändert aber nichts an der Geschichte. Ob ein paar Kilometer zuvor gesagt oder später. Aber ihr wisst, um was es geht. Da vorne ist jedenfalls Pforzheim. Gehe ich jetzt hin. In Pforzheim angekommen. Es ist geschafft. In der Goldstadt sind wir jetzt. Jawohl, unser Berger Benz-Route in Pforzheim. So, jetzt fast am Ziel. Da unten fließt die Enz. Und dann kommt irgendwann die Nagold. Er ist schon da. Es ist 7:45. Mir reicht's für heute. Ich suche jetzt nur noch mein Hotel auf. Das muss da drüben irgendwo sein. Und dann melde ich mich morgen wieder bei euch, wenn die Rückfahrt anfängt. Tschüss, bis morgen.